Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. So, herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Heute wird Ihnen das Soko Performer Release 19.1 vorgestellt. Bevor wir starten, würde ich ganz gerne nochmal kurz die Agenda durchgehen und auch erstmal mal kurz auf die allgemeinen Informationen eingehen zu dem Release, wie Sie es erhalten haben, wo Sie etwas finden. Dann bekommen Sie von Herrn Alexander Kolmogorzew einen Überblick über den Doku-Performer, nochmal kurz als Refresh, was bieten wir überhaupt an. Dann sind wir natürlich super gespannt auf die Vorstellung der Neuerungen von 19.1. Dann gibt es ganz viele spannende Funktionen, die Sie wahrscheinlich brennend interessieren. Deswegen sind Sie ja heute alle hier. Wir geben auch einen kleinen Ausblick auf das nächste Release. Nur noch mal kurz zur Roadmap. Anschließend sind noch ein paar wichtige Hinweise, die wir einfach mit auf den Weg geben möchten. Ich möchte auch hier noch mal kurz die Gelegenheit ergreifen und uns vorstellen. Alexander Kolmogorzew aus dem Team Produktmanagement für den Doku-Performer wird heute den fachlichen Part übernehmen und uns den Doku-Performer noch mal näher erklären, beziehungsweise die Funktionalitäten. Mein Name ist Nida Ahmed, ich bin aus dem Marketing- und Sales-Team und bin eher so für den organisatorischen Part zuständig und begleite dann Herrn Kolmogorzew. Wir möchten heute auch noch mal die Gelegenheit ergreifen und uns bei Ihnen bedanken. Das ist jetzt einer der ersten Webinare dieser Art. Und da wir Sie heute schon versammelt haben, möchten wir noch einmal Danke sagen für die ganzen Feature-Requests, für die konstruktive Kritik, für die ganzen Gespräche, die wir in der Vergangenheit mit Ihnen geführt haben. All das hilft uns auch natürlich bei der Weiterentwicklung und ja, ist unheimlich wichtig für uns. Daher nochmal Danke an dieser Stelle und machen Sie einfach weiter so, immer schön ne, Bescheid geben, wenn Ihnen etwas auffällt. Da sind wir sehr offen für. So, und dann können wir eigentlich schon weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Sie haben sicherlich eine ja, E-Mail bekommen, hoffe ich zumindest alle. Wenn nicht, kommen Sie nachher nochmal auf uns zu. Die Intelligence ist momentan ja ein bisschen anders unterwegs vom Design her. Wir haben eine neue ja, Corporate Design und Corporate Identity aufgebaut. Dementsprechend sieht die E-Mail auch etwas anders aus. Das Logo im Doku-Performer, falls Sie es nicht gefunden haben, das sieht jetzt einfach ein wenig anders aus. Wie gesagt, das Release wurde Ihnen per E-Mail zugesandt. So sah diese E-Mail aus. Und Sie können da halt eben die neueste Version herunterladen. Wichtig für Sie auch zu wissen, wir haben das User Manual jetzt online. Das User Manual finden Sie auch in dieser E-Mail in den Links, in dem Bereich. Das ist etwas klein, aber das zeigen wir Ihnen später nochmal. Und wichtig, hier unten in dem Bereich der E-Mail, hier haben Sie nochmal wichtige Hinweise zum Update. Das heißt, wie Sie Ihre bisherige Doku-Performer-Version updaten können, wird nochmal erklärt. Wir empfehlen zum Beispiel auch, dass die 64-Bit-Version heruntergeladen wird. Sie können alternativ auch die 32-Bit-Version herunterladen, aber aus Performance-Gründen sollten Sie definitiv die 64-Bit-Version nehmen. Hier unten werden Sie einen Update-Guide finden, der Sie dann halt eben Schritt für Schritt durch die Updates halt eben begleitet. Wichtig auch, die Frage kommt immer wieder, muss ich eine neue Lizenz beantragen für ein ja, neues Release? Nein, müssen Sie wirklich in den seltensten Fällen. Sie können Ihre bisherige Lizenz weiter nutzen, es sei denn, es ist ein spezielles Release. Und da weisen wir aber auch explizit darauf hin, dass Sie eine neue Lizenz benötigen. Jetzt gebe ich das Wort an Herrn Alexander Kolmogorzew, der Ihnen erstmal kurz einen Überblick über den Doku-Performer gibt und anschließend auf die Neuerungen eingehen wird. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie heute dabei sind, dass wir Ihnen die neuen Funktionen vorstellen können vom Doku Performer 19.1. Zunächst einmal auch ein Dank von meiner Seite, da ich auch in der Entwicklung arbeite und auf Ihre Feature Requests und Funktionen spezifiziere,
bekomme ich auch immer mit, was sie für tolle Ideen haben. Und ja, die Zusammenarbeit, davon profitieren beide Seiten und wir sind sehr froh, sie als Kunden zu haben. Und bevor ich starte mit den neuen Neuerungen, würde ich ganz gerne noch so einen kleinen Refresh machen, nämlich einfach als Überblick, was wir für Komponenten unterstützen, welche Module wir unterstützen. Und dementsprechend würde ich nochmal ganz kurz starten. Das sind die Komponenten, die wir unterstützen, das heißt SAP BW. Dort vor allem BW bis 7.5 und auch BW S/4HANA seit der letzten Version im letzten Jahr. Dann SAP BO, Analysis for Office, Design Studio, Web Intelligence und Lumira seit dem vergangenen Jahr. Wir unterstützen zahlreiche HANA-Nativ-Objekte und SAP PPC auch, wie man sieht, Environments, Models, Script Logics, Business Process Flows und Dimensions. Genau, dort vor allem die BPC-Version 10.0, 10.1 und 11.0 ab dieser Version. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das heißt, das sind die Komponenten, die wir unterstützen. Nochmal ein kleiner Überblick über die Module, die wir anbieten. Die Dokumentation sollte bekannt sein. Das ist das Basismodul für die Erstellung von technischen Dokumentationen. Dann gibt es die Kommentierung, mit der Sie Objekte kommentieren können, einen Kommentar an das Objekt hängen können. Wenn die technischen Details alleine nicht ausreichen und Sie komplexe Entwicklung verstehen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, einfach dieses Wissen abzulegen an einen Kommentar. Dieses fachliche Wissen verschmilzt dann anschließend in der Dokumentation mit dem technischen Wissen, das wir aus der SAP bekommen. Und genau. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Szenarien anzulegen und Projektdokumentation zu erstellen. Da schauen wir uns gleich auch nochmal an, was es da für Änderungen gab. Dann die Analyse. Bei der Analyse, das ist eine Sammlung von Funktionen, die Betrieb und Wartung erleichtern soll. Es gibt zahlreiche Funktionen, die Ihnen einen besseren Überblick verschaffen sollen. Beispielsweise, wenn Sie Datenflüsse analysieren, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Wenn Sie Mapping-Analysen durchführen möchten, wenn Sie beispielsweise der Fachabteilung erklären möchten, wie bestimmte Informationen bis zum Bericht verarbeitet werden. Sie können das gesamte Mapping eines Input-Providers bis zu einer Datenquelle nicht anzeigen lassen. Sie können auch wechselseitige Abhängigkeiten ermitteln, wenn Sie beispielsweise Objekte löschen möchten und dann erstmal analysieren möchten, ob es irgendwelche möglichen Referenzen gibt, die auf das zu löschende Objekt referenzieren durch Verwendungsnachweise. Und es gibt zahlreiche Housekeeping-Funktionen, wenn Sie das System aufräumen möchten und vorab identifizieren. Und dann können Sie identifizieren, welche Objekte Sie ohne Bedenken löschen können. Zudem gibt es die Modellierung. Bei der Modellierung, die Modellierung unterstützt Sie bei Ihren Migrationsprojekten. Und Sie haben die Möglichkeit, Objekte in Ihr BW-System zu importieren. Sie können sie anschließend modellieren, in einen neuen Namensraum bringen und dann anschließend in ein Zielsystem exportieren. Genau. Bezüglich der Modellierung werden wir auch ein Webinar anbieten. Darauf kommt die Frau Amet noch am Ende des Webinars nochmal zu sprechen. Dann haben wir noch die zwei Add-on-Tools. Wir haben einerseits Data Lineage. Mit Data Lineage haben Sie die Möglichkeit, alle Info-Objects und Felder bis zu einer Data Source oder einem definierten Endpunkt sich in Form einer Excel-Tabelle anzeigen zu lassen. Wir unterstützen die Objekttyp, wir unterstützen die BW Info Provider bei dieser Funktion, die HANA Repository Views und die ABAP CDS Data Definitions. Das ist ein Add-on-Tool für Ihr Analysemodul. Und genau, dann gibt es noch Translations. Da haben Sie die Möglichkeit, die Beschreibung Ihrer SAP-BW-Objekte zu bearbeiten. Sie können abhängige Objekte im Kontext übersetzen. Damit meinen wir vor allem, dass Sie beispielsweise eine Query in den Arbeitsbereich laden können. Anschließend können Sie verschiedene Sprachen sich anzeigen lassen und können dann die abhängigen Objekte laden. Das heißt beispielsweise bei einem ADSO die Info-Objects oder die Felder oder bei einer Query die Variablen, die Exceptions und Conditions. Und wir analysieren an der Stelle auch, an welcher Stelle die Beschreibung gepflegt wurde. Beispielsweise, ob es sich um eine Info-Provider-spezifische Beschreibung handelt oder um eine Info-Objects-spezifische Beschreibung. Das heißt, wir analysieren das direkt, damit wir dann die Beschreibung an die richtige Stelle in das SAP-System schreiben. Zudem gibt es ein intelligentes Wörterbuch. Mit diesem haben Sie die Möglichkeit, Vorschläge direkt anzunehmen und Sie können einen Excel-Export und Import durchführen. Auch auf Translations kommen, auch bezüglich Translations haben wir noch ein Webinar, das wir Ihnen anbieten, nächste Woche Freitag, wo ich dann nochmal Ihnen ein Beispiel zeigen im System. Also falls Sie da Interesse haben, können Sie sehr gerne nächste Woche auch wieder dabei sein. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal mit den Neuerungen.
Das heißt, zunächst einmal, das hat die Frau Ahmed schon angesprochen, wir haben ein User Manual. Also wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, das User Manual entweder über den DokuPerformer hier zu öffnen. Das heißt, bei Help einfach hier auf User Manual klicken. Oder Sie können auch an der jeweiligen Funktion auch diesen Button klicken und anschließend kommen Sie sofort online zu der Seite, und auf der die Funktion erläutert wird. Das heißt, das ganze User Manual ist jetzt online verfügbar. Wir haben das User Manual ergänzt mit zahlreichen weiteren Informationen, wie beispielsweise BO, HANA. Wir haben bestehende Guides integriert in unser User Manual. Wir haben bestehende, beispielsweise das Modellierungshandbuch haben wir auch integriert. Das finden Sie jetzt alles dann auch im User Manual. Und pro Release aktualisieren wir unser User Manual. Und das heißt, wir haben eine Versionierung, was das User Manual angeht. Schauen wir uns mal ganz kurz das User Manual an. Das heißt, das ist das User Manual. Sie haben zunächst einmal die Möglichkeit, hier nach bestimmten Stichwörtern zu suchen. Wenn Sie beispielsweise bezüglich Kennzahlen in Funktionen suchen, dann können Sie hier einfach Key Figures eingeben. Und dann finden Sie alle Funktionen und alle Artikel, die relevant sind für das jeweilige Stichwort. Sie erfinden hier auch Links, wie Sie beispielsweise Knowledge Base, wo wir auch nochmal bestimmte Funktionen im Detail erklären, die Webseite, Tutorials, Support, unser Helpdesk. Und genau, dann haben Sie die Möglichkeit, hier nochmal sich mehr über den Doku-Performer, sich zu informieren über den Doku-Performer. Sie haben die Möglichkeit, hier nochmal relevante Artikel zu finden, wenn Sie beispielsweise neue Module lizenzieren, dann haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, sich anzuschauen, wie man genau startet, was zu tun ist. Zudem finden Sie dann dementsprechend auch bei Business Warehouse beispielsweise alle Objekttypen, die wir unterstützen. Sie finden bei Dokumentation, finden Sie alle auch nochmal alle Objekttypen und dann auch, welches Format wir unterstützen pro Objekttyp. Und genau das Gleiche auch bei Business Warehouse, Business Objects und HANA. Zudem, wenn Sie das dementsprechend empfehle ich Ihnen auch, wenn irgendeine Funktion, die ich vorgestellt habe, Sie besonders interessiert, dann haben Sie die Möglichkeit hier bei What's New in Version 19.1 haben Sie die Möglichkeit hier nochmal sich alles im Detail durchzulesen. Sie finden hier auch nochmal ein anderes Dokument, nochmal ein What's New Dokument, das Sie sich nochmal anschauen können. Und genau, das heißt, hier haben Sie wirklich zahlreiche Möglichkeiten, sich weiter zu informieren. Gut, dann kommen wir jetzt zur Verbesserung im Tool selbst. Das heißt, die Third-Party-Komponente wurde verbessert und das vor allem bezüglich der Handhabung. Man hat neue Möglichkeiten. Ganz kurz allgemein, die Teilnehmer, die sich noch nie mit Third-Party beschäftigt haben, Third-Party bietet die Möglichkeit, Objekte aus Fremdsystemen im Doku-Performer zu erstellen und anschließend hat man die Möglichkeit, diese Objekte in eine Dokumentation zu integrieren. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dokumentation zu vervollständigen durch die Integration von den Objekten aus dem Fremdsystem. Und das war schon länger möglich, aber jetzt haben wir vor allem ein paar neue Faktoren, ein paar neue Änderungen eingeführt. Zunächst einmal die Vereinfachung der Pflege. Das heißt, man hat jetzt eine leichtere Möglichkeit, Objekte zu erstellen. Das geht vor allem durch einen Excel-Export und Excel-Import. Sie können außerhalb des Doku-Performers Objekte pflegen und anschließend importieren in den Doku-Performer und können diese anschließend kommentieren oder dokumentieren oder in ein Szenario integrieren. Das schauen wir uns gleich alles nochmal im Doku-Performer selbst an. Dann genau, die Integration zwei neuer initialer Objekttypen. Das heißt, wie man hier sieht, haben wir jetzt Power BI und ClickSense hinzugefügt als initiale Objekttypen. Das heißt, Sie müssen diese nicht mehr selbst anlegen. Sie können die Objekttypen auch komplett selbst customizen, ganz neu anlegen, selbstständig Felder definieren. Und genau, das ist diese Pflege in Excel, der Import und der Export, den Sie hier durchführen können. Das schauen wir uns gleich alles nochmal im Detail an. Und jetzt nochmal etwas spezieller für die Teilnehmer, die wirklich mit der Third-Party-Komponente gearbeitet haben. Die werden dann auch merken, wenn sie die 19.1 installieren, dass eine Migration stattfindet, neben von der Logik. Denn vorher war es so, dass ein Feld nur eine Beschreibung besaß
und beziehungsweise in einer Sprache besaß. Und Felder pro Sprache konnten einzeln gepflegt werden. Und jetzt ist es so, dass ein Feld eine Beschreibung verschiedener Sprachen besitzt. Das heißt, technisch gesehen ist es das gleiche Feld. Und hierfür musste eine Migration stattfinden von der alten Logik in der neuen Version. Und das sehen wir dann hier nochmal ganz kurz. Links ist der alte Doku-Performer, rechts der neue. Und wir hatten vorher Bereich und mussten dann die Sprache erstmal wechseln, damit wir dann die anderen Felder sahen. Und hier sehen wir jetzt das Bereich öfters vorkommt, Area und Bereich. Und Felder, die sowohl im Deutschen als auch im Englisch gleich hießen, beispielsweise Java-Ticket, die haben dann so ein Sprachkürzel am Ende, wie man hier sieht. Das heißt, das passiert alles automatisiert, sobald Sie den Doku-Performer updaten. Genau. Auch hier weitere Informationen können Sie im User-Manual finden bezüglich der Third-Party-Komponente. Gut, dann die Szenarien. Bei den Szenarien haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine schnellere Objektzuweisung vorzunehmen. Das heißt, Sie können durch einen Rechtsklick sehr schnell alle Szenarien sehen, denen Sie zuvor schon Objekte zugewiesen haben. Und genau, das heißt, das geht alles jetzt ein bisschen schneller. Sie können einfach einen Rechtsklick machen auf das Objekt, das Sie einem Szenario zuweisen möchten. Und dann wählen Sie einfach das Szenario aus. Und das geht dann einfach ein bisschen schneller. Zudem eine weitere Änderung, eine größere Änderung, das ist die Auswahl der Exportquelle. Das heißt, zunächst einmal, Sie haben die Möglichkeit, um es mal allgemein zu halten, wenn Sie beispielsweise eine Neuentwicklung einer Applikation im SAP Business Analytics Bereich vornehmen und nennen wir es mal ein Projekt. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel am Anfang der Entwicklung Objekte einem Szenario zuzuweisen und zu kommentieren. Und Sie müssen jetzt nicht mehr, die Objekte eines anderen, beispielsweise vom Produktivsystem, dem Szenario zuordnen, sondern Sie haben die Möglichkeit, einfach auszuwählen, welche Objekte bei dem Export des Szenarios berücksichtigt werden sollen. Beispielsweise die Objekte des Entwicklungssystems, die Objekte des Produktivsystems. Und das können Sie dann hier auswählen. Was Sie dafür machen müssen, ist, das hier im Exportbereich auswählen, wenn Sie das Szenario exportieren. Aber zuvor müssen Sie in der Systembeschreibung in SAP hier genau das Level ausprägen. Das heißt, ob es ein Produktivsystem ist oder ein Entwicklungssystem ist. Und das führt dazu, dass Sie dann das hier auswählen können. Genau, das heißt, in diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass das BI2 unser Entwicklungssystem ist. Und wenn ich jetzt hier auswähle produktiv, dann wird das Objekt des Produktivsystems berücksichtigt bei dem Export des Szenarios. Genau, das schauen wir uns jetzt alles mal ganz kurz im Doku-Performer an, was ich jetzt Ihnen hier erzählt habe. Das heißt, wir öffnen ihn mal. Und zunächst einmal die Third-Party-Komponente finden Sie hier unten bei der Systemauswahl. Und dann können Sie auf Third-Party klicken, auf Übernehmen und dann sind Sie hier in dieser Ansicht. Sie können dann weitere Objekttypen pflegen, nämlich hier bei Templates und Varianten und dann Third-Party-Objekttypen. Sie können hier dementsprechend dann einfach ganz neue Objekttypen anlegen, können diese dann anschließend bearbeiten. Sie können den technischen Namen vergeben, die jeweiligen Beschreibungen der verschiedenen Sprachen und dann können Sie Felder hinzufügen und auch hier dann wieder eine Beschreibung in Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch und genau jeweils die Sprachen, die Sie gepflegt haben. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte zunächst einmal Objekte anlegen. Ich möchte Objekte massenhaft anlegen und das kann ich relativ einfach machen, indem ich einen Excel Export durchführe und dann öffnet sich zunächst solch eine Excel. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ich möchte jetzt hier diesen Objekttypen oder dieser Objekttyp beispielsweise ClickView hat jetzt diesen technischen Namen und dann die jeweiligen Beschreibungen. Und was ich jetzt machen kann, ist beispielsweise, ich habe jetzt schon was vorbereitet, das zeige ich Ihnen auch nochmal kurz. Das heißt, ich muss das mal kurz öffnen. Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet. Das schließe ich nochmal. Genau, das sehen wir hier. Ich habe mich jetzt für Hackplan entschieden und für
diesen Objekttypen. Habe hier Umsatzsteuer EU 1 und die Beschreibung nur für Deutsch gepflegt, Umsatz Europa 1 und ja, habe dann die jeweiligen Objekte angelegt und die werde ich jetzt alle mit einem Klick importieren in den Doku-Performer. Das heißt, machen wir das mal. Ich klicke hier auf Excel Import, suche mir die Excel aus, drücke auf Öffnen. Jetzt prüfe ich, ob die Syntax konsistent ist, ob die Third-Party-Objekte alle angelegt werden können. Und wenn ich auf Erstellen klicke, dann sehen wir, wenn ich hier nochmal, dass die Objekte jetzt im Doku-Performer sind. Das heißt, diese können jetzt wirklich integriert werden in ein Szenario. Das heißt, wenn ich jetzt diese Objekte markiere, einen Rechtsklick durchführe, dann sehen wir hier auch dieses Szenario zuordnen, wie jetzt einfach viel schneller geht. Ich sehe, dass hier beispielsweise ein Mix-Szenario, in dem ich auch Objekte aus dem Fremdsystem integrieren möchte, kann es dann dem Szenario zuweisen. Das macht er jetzt auch. Und dann öffne ich das Szenario. Und dann sehen wir, dass sehr viele Objekte hier, das sind die Third-Party-Objekte, die weise ich jetzt alle einem bestimmten Kapitel zu, beispielsweise jetzt hier Third-Party-Objekte. Das ist jetzt ein Kapitel, das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist die Struktur der Dokumentation, das ist das Szenario. Wir haben hier unsere Data Sources beispielsweise, ich habe hier einen Datenfluss integriert, Objekte eines Datenflusses komplett integriert mit den Data Sources, den Info Providern und den Transformationen sowie den Queries. Und jetzt sind diese Third-Party-Objekte auch Teil dieser Dokumentation. Wenn ich einen Export starten würde, das könnte ich jetzt hier machen, dann kann ich die Exportquelle, das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, kann ich dann hier in diesem Dropdown auswählen. Entweder kann man sagen, wie im Szenario definiert, dann werden wirklich die Objekte einfach berücksichtigt aus dem jeweiligen System. Oder ich kann hier sagen, beispielsweise bitte nur die Objekte aus dem Produktivsystem. Ich habe solch einen Export schon vorab durchgeführt. Das heißt, wenn wir uns mal das Szenario anschauen, dann sehen wir hier zunächst einmal unser Corporate Design. Wir sehen verschiedene Textmarken, die man anlegen kann. Und anschließend alle Objekte, die ich hier im Szenario integriert habe. Und zu guter Letzt dann die Third-Party-Objekte, die dann hier an der Stelle auch alle dokumentiert werden und Teil sind. Genau. Das bezüglich der Szenarien. Vorteil der Szenarien natürlich, sie haben hier ein Corporate Design. Eine Mehrsprachigkeit ist möglich. Sie sind zielgruppengerecht. Sie können die einzelnen Strukturelemente oder Objekte, die Teil dieses Szenarios sind, kommentieren, damit das Wissen nicht verloren geht. Und ja, wie Sie gesehen haben, unterstützen Sie die Szenarien auch schon ab der ersten Projektphase wegen der Exportquelle. Gut, das war so der erste Einblick in den Doku-Performer. Machen jetzt weiter mit dem Sprachverhalten. Genau, das Sprachverhalten. Es gibt jetzt nur noch zwei UI-Sprachen, das heißt, wir haben jetzt noch Englisch und Deutsch, was man auswählen kann. Zudem kann die Dokumentation und Kommentarsprache ausgewählt werden, das schauen wir uns auch nochmal an. Und es gibt, man kann die Spracheinstellung, die man ausgewählt hat im Endeffekt, also die Kommentarsprache und Dokumentationssprache, können abgebildet werden im Dokumentennamen. Das heißt, wir schauen uns das mal ganz kurz an, nochmal im Doku-Performer, wo Sie das auswählen können. Ich wechsle jetzt wieder in ein BW-System. Und diese Sprachauswahl können Sie zunächst einmal in den Einstellungen selbst vornehmen. Das heißt, wir schauen uns das mal an. Hier ist die Dokumentationssprache Deutsch, Englisch und hier ist die Kommentarsprache. Das heißt, Ihr Login oder Ihr System-Login beeinflusst nicht mehr die Sprache der Dokumentation. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern Sie können selbst entscheiden, ich möchte jetzt beispielsweise ein Dokument exportieren die technischen Informationen, die aus SAP kommen, sollen Englisch sein und die Kommentarsprache soll Deutsch sein beispielsweise. Das können Sie jetzt alles selbst bestimmen und auf die jeweilige Settings-Variante speichern. Und im Schnellzugriff haben Sie die Möglichkeit, hier dann nochmal einzustellen, welche Sprache Sie haben möchten. Das heißt, Sie können wirklich sehr schnell entscheiden, ich brauche jetzt nochmal eine deutsche Dokumentation, exportieren und jetzt brauche ich nochmal eine englische Dokumentation, starten den Export und genau, das heißt, das ist jetzt alles etwas komfortabler gelöst und vor allem auch transparenter.
Genau, dann weiter im Programm. Support BPC 11 für SAP BW Vorhana. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das heißt, wir unterstützen jetzt BPC 11.0 Standard. Da ist alles so wie bei den alten Versionen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Environments, Models, Script Logics, Business Process Flows und Dimensionen zu synchronisieren, im Doku Performer anschließend anzuzeigen. Sie können diese Objekttypen kommentieren. Sie können sie dokumentieren. Es gibt auch zahlreiche Analysefunktionen, die jetzt auch alle unterstützt werden für BPC 11.0. Das heißt, Sie können beispielsweise sich die Packages anzeigen lassen, die Schedule Packages anzeigen lassen, oder Sie können Script Logics nach bestimmten Stichwörtern in Script Logics suchen und wie in BW bekannt, beziehungsweise bei den BW-Objekten bekannt, beispielsweise ein Objekt analysieren und vergleichen, systemübergreifend vergleichen. Genau, also den Aufbau von zwei BPC-Objekten beispielsweise. Genau, das ist jetzt möglich. Eine weitere Neuerung sind die BWMT-Links. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, die Objekte mittels mithilfe des BWMT-Links sofort in Eclipse zu öffnen. Das heißt, Sie können einen Rechtsklick auf einen Objekttypen, beispielsweise auf ein Objekt, beispielsweise in dem Fall ein HCPR. Unter Others finden Sie dann Open BWMT-Link in Eclipse. Und wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie sofort, dann öffnet sich sofort Eclipse und Sie sind jeweils drin und Sie sehen direkt das richtige Objekt, das Sie vorab geöffnet haben. Das heißt, das ist natürlich, können Sie zunächst mal Wissen generieren durch den Doku-Performer, indem Sie beispielsweise irgendein bestimmtes Objekt finden, für das Sie sich interessieren. Und dann können Sie anschließend direkt Eclipse öffnen, beispielsweise irgendeine Überarbeitung vornehmen. Und genau, das vereinfacht dann im Endeffekt auch einfach den Workflow. Die nächste Neuerung ist der Excel-Export von Composite-Providern. Das war schon mit Multi-Providern, war der Export möglich. Jetzt bieten wir ihn auch an für die Composite-Provider. Das heißt, durch einen Rechtsklick können Sie auf einen Partner-Composite-Provider, können Sie unter Create Documentation oder Dokumentation erstellen, das jeweilige Format auswählen. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen, wie solch eine Dokumentation aussieht, eine Excel-Dokumentation, dann sehen wir, dass wir die Gruppen, die technischen Namen der Gruppen, wir sehen die Felder oder die Info-Objects, die assoziierten Objekte, also wirklich alle sehr viele Einstellungen der HCPS, die Sie dann vornehmen können, ob es berechtigungsrelevant ist. Genau, das ist, was jetzt durch Excel Sie anschauen können. Genau, dann gibt es Neuerungen bei der Datenflussanalyse. Das heißt, wir unterstützen jetzt den Objekttyp Open OBS Views. Und zudem haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen Datenfluss in Realtime anzuzeigen. Das heißt, durch diesen Button, den Sie hier oben sehen, neben dem Refresh-Button, der ist jetzt neu in der Version 19.1. Und wenn Sie hier draufklicken, dann gehen wir in Ihr System und zeigen Ihnen den Datenfluss nochmal in Realtime an. Genau, das heißt, wenn irgendwelche Veränderungen stattgefunden haben oder seit der letzten Synchronisation Veränderungen stattgefunden haben, dann sehen Sie immer den aktuellen Stand sozusagen, wenn Sie hier draufklicken. Genau. Das zur Datenflussanalyse. Jetzt noch ein paar, erstmal die ABAP und der AMDP-Scan. Das heißt, in der letzten Version haben wir schon die BW Vorhana unterstützt. Was noch gefehlt hat damals, war das Anzeigen von AMDP-Coding, vor allem im Datenfluss oder im Verwendungsnachweis oder im ABAP-Scan. Das ist jetzt alles möglich. Das heißt, wir zeigen diesen AMDP-Coding hier an, im Datenfluss, wie wir vorhin gesehen haben, an der jeweiligen Transformation, im ABAP-Scan, wenn Sie nach bestimmten Stichwörtern suchen, in der Analysefunktion und auch im Verwendungsnachweis. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, den Verwendungsnachweis beispielsweise bei einem ADSO zu starten und dann müssen Sie auf Encoding klicken und dann sehen Sie beispielsweise, dass in dieser Transformation AMDP-Coding verwendet wurde. Durch einen Rechtsklick auf dieses Coding können Sie auf Show Source Code gehen und sich das Coding nochmal sofort komplett anzeigen lassen. Wie gesagt, können Sie auch beispielsweise nach einem bestimmten Stichwort suchen durch den ABAP-Scan, durch die Funktion, die Sie im Analysemodul finden.
Genau, da gab es noch weitere Verbesserungen bei den Analysefunktionen. Das heißt, wir zeigen jetzt die ADSOs, die HCPRs und die OpenODS-Views auch in der Funktion Compare Entities of Systems. Das heißt, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, wie das aussieht. Wir zeigen Data Sources in Show Inactive Entities an. Also wenn wir Objekte anzeigen, die nicht aktiviert sind, das ist auch eine Funktion, eine Analysefunktion, die ich Ihnen gleich nochmal zeige. Und der Verwendungsnachweis ist jetzt auch für den Objekttyp ABAP CDS Data Definitions möglich. Das ist jetzt auch mit der neuen Version durchführbar. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das im Doku-Performer aussieht. Das heißt, die erste Analysefunktion, die ich Ihnen gezeigt habe, war der Objektabgleich zweier Systeme. Ich kann hier draufklicken, kann mir jetzt, das sind jetzt die drei neuen Objekttypen, die hinzugekommen sind, kann beispielsweise dann hier diese zwei auswählen, ADSOs und den Composite Provider, kann mir ein Vergleichssystem auswählen, nehmen wir mal hier dieses System und kann dann den Vergleich starten. Dann muss erstmal eine Anmeldung erfolgen. Ich habe mich zuvor schon angemeldet, deswegen fragt er mich jetzt nicht nach einer Anmeldung im jeweiligen Vergleichssystem. Und der Doku-Performer, was er jetzt macht, er schaut sich erstmal an, welche Objekte kommen nur im aktuellen System vor, welche Objekte kommen im Vergleichssystem vor und anschließend zeigt er mir die gemeinsamen Objekte. Genau, das heißt, wie gesagt, das sind die Objekte, die nur im aktuellen System vorkommen, das sind die Objekte im Vergleichssystem, das sind die gemeinsamen Objekte und was ich jetzt machen kann beispielsweise, ist durch die bedingte Formatierung, kann ich hier relativ schnell, hier sind initial schon sehr viele Werte eingetragen, das heißt, ich muss eigentlich nur die Häkchen setzen und kann dann beispielsweise sagen, bitte hervorheben, wenn die Version ungleich ist und das den gegenteiligen Wert auch bitte hervorheben oder wenn die Beschreibung ungleich ist, die UID, der letzte Änderer oder das Änderungsdatum. Jetzt klicke ich auf OK und dann sehen wir, wo es potenziell Unterschiede gibt zwischen zwei Systemen. Das heißt, wenn ich jetzt links beispielsweise das Entwicklungssystem habe, rechts das Produktivsystem, dann könnte ich vielleicht schon irgendwelche Änderungen beziehungsweise Differenzen feststellen. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann hier einen Rechtsklick, beispielsweise ich sehe jetzt hier ist die Beschreibung unterschiedlich und ich frage mich, warum das so ist, dann kann ich einen Rechtsklick machen und kann auch vielleicht das Objekt vergleichen und mir den Aufbau anzeigen lassen nochmal. Und dann sehe ich nochmal sozusagen den detaillierten Aufbau von dem jeweiligen Objekt. Genau, das ist jetzt für die drei Objekttypen auch möglich. Dann haben wir die inaktiven Objekte, die Funktion finden Sie hier. Das ist das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Da sehen Sie jetzt einfach die Data Sources. Das heißt, es wird einfach nur eine Tabelle generiert, in der Sie alle Objekte sehen, die nicht aktiviert wurden. Das ist eine klassische Housekeeping-Funktion, die Ihnen dabei hilft, einfach Objekte zu identifizieren, die Sie eventuell löschen können oder beispielsweise bei einem Migrationsprojekt vernachlässigen können. Da gibt es noch weitere Housekeeping-Funktionen, beispielsweise die Unused Info Objects oder die Info-Provider, die nicht im Datenfluss verwendet werden. Das können Sie sich dann auch alles im User-Menü nochmal durchlesen, was wir da anbieten an Housekeeping-Funktionen. Genau, das waren die zwei Funktionen, die ich Ihnen zeigen wollte. Wir machen jetzt weiter mit Business Objects. Das heißt, da haben wir auch zwei Neuerungen. Das heißt, zunächst einmal die Integration der BW-Kommentare. Das heißt, in dem Fall, ich kann mir in BO auch die Baumstruktur anzeigen lassen von den BO-Objekten. Und was jetzt möglich ist, ist, dass ich hier, wie man sehen kann, eine Data Source habe, beispielsweise in dem Fall eine Query. Und wenn ich diese Query bereits im BW-System kommentiert habe, dann habe ich die Möglichkeit, mir diesen Kommentar anzeigen zu lassen, diesen aber auch zu bearbeiten. Das ist jetzt durch die neue Version möglich. Und zudem der Vergleich zweier BO-Objekte, das ist jetzt auch, hat auch was mit der Baumstruktur zu tun, mit der Funktion Analyze and Compare. Das heißt, ich kann einen systemübergreifenden Vergleich zweier BO-Objekte durchführen und kann das dann komfortabel vergleichen durch paralleles Scrollen und durch das Hervorheben von Gemeinsamkeiten oder eben von Unterschieden. Diese Funktion ist auch möglich für die HANA-Komponente und auch für die BW-Komponente. Und dieser systemübergreifende Vergleich ist jetzt eben auch möglich für
BO. Schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Das heißt, wenn ich den Doku-Performer nochmal öffne, dann habe ich bereits zunächst einmal, schauen wir uns kurz im BO an. Das heißt, ich habe links meine Objekttypen und ich habe mich jetzt für diesen Analysis for Office Bericht entschieden, habe einen Rechtsklick durchgeführt und einen Analysevergleich. Dann hat er mir diesen Aufbau geladen. Und was ich jetzt machen kann, ist einen Vergleich zu starten. Ich kann mir dann das Vergleichssystem auswählen und dann sehen wir, dass er mir, wenn, dass er in das jeweilige Vergleichssystem geht, er checkt, gibt es ein Objekt mit der gleichen CUID und wenn ja, dann zeigt er ihn mir auf der rechten Seite an. Zuerst mal kurz ein bisschen kleiner machen. Dann kann ich hier alles ausklappen. Wir sehen, das parallele Scrollen ist möglich. Und ich kann auch die Unterschiede, den automatischen Vergleich durchführen, indem ich hier draufklicke. Und dann checkt der Doku-Performer, ob es potenzielle Gemeinsamkeiten gibt. Genau, dann sehen wir hier alles identisch. Und ja, vom Use Case her wäre es auch so, dass gerade bei WebBG ist es so, ich kann mir ein Objekt laden aus dem Entwicklungssystem, rechts dann ein Objekt aus dem lade ich mir vom Produktivsystem und kann dann direkt feststellen, gibt es eventuell Unterschiede im Aufbau von beiden Objekten. Genau. Das zu BO, das waren so die größten Änderungen. Es gibt noch zahlreiche weitere Änderungen, die Sie auch hier finden nochmal, entweder hier finden in unserem User Manual oder auch auf unserer Homepage. Genau, da können Sie sich nochmal wirklich im Detail anschauen, welche Änderungen es gab. Ich habe Ihnen jetzt nur eine kleine Auswahl gezeigt an Änderungen, an den Highlights. Und genau, ein wichtiger Punkt ist auch der bezüglich des Updates. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie auf 19.1 updaten möchten, dann müssen Sie zuvor die 15.0er haben, also mindestens die 15.0er haben, alles drüber ist okay. Das ist so eine Änderung, die es jetzt auch noch gibt mit den neuen Versionen, dass also ein Update nur möglich ist, wenn Ihre Ausgangsversion eine bestimmte Versionsnummer hat. In dem Fall muss es mindestens 15.0 sein. Und auch da finden Sie nochmal einen genauen Überblick, wie dieses Update funktioniert im User Manual. Und genau, dann würde ich jetzt zur Roadmap kommen. Wie gesagt, Sie können Fragen stellen, sehr gerne jederzeit bezüglich allen Themen. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zur Roadmap. Das heißt, was erwartet Sie in 19.2? Woran arbeiten wir gerade? Wir haben neue BW-Objekttypen, die DTPs und Hierarchien, diese können Sie im Endeffekt auch kommentieren, dokumentieren, in Szenarien integrieren und finden ihn dann auch im Entity Tree auf der linken Seite im Doku-Performer. Wir werden auch neue HANA-Objekttypen haben, zahlreiche HANA-Objekttypen, HANA-Tables beispielsweise, Sequences, Indexes, das sind neue HANA-Objekte. Wir überarbeiten die Szenarien dahingehend, dass wir consumable Szenarien erstellen möchten. Das bedeutet, man hat Szenarien, die man in eine Szenario-Struktur integrieren kann. Also das heißt, Sie haben ein Szenario und ein anderes und Sie möchten Szenario B in Szenario A integrieren. Das ist jetzt möglich und das wird dann auch berücksichtigt bei der Dokumentation. Die Grid-Kommentare werden überarbeitet, sodass es komfortabler ist, diese zu bearbeiten und zu erstellen. Auch sprachübergreifende Bearbeitung wird dann vereinfacht. Wir werden die Dataflow-Views umsetzen. Das bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, verschiedene Datenflussansichten, die Sie sich erstellt haben, Informationen, die Sie hinzugeladen haben, dass Sie sich diese abspeichern können und anschließend wieder aufrufen können. Genau, eine Mehrfachselektion in der Where-Use-Analyse, das heißt, dass Sie jetzt nicht mehr immer nur ein Objekt analysieren können, sondern dass Sie mehrere Objekte analysieren können und einen Verwendungsnachweis generiert bekommen vom Doku-Performer. Die automatisierte Dokumentation von Szenarien, daran arbeiten wir auch gerade. Das wird vor allem mit dem Sync-Tool realisiert, das heißt, in diesem Sync-Tool, das wir ein Automation-Tool auch umbenennen, haben Sie die Möglichkeit, Szenarien auszuwählen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert werden müssen.
Und Sie werden vorab noch mal im Bioco-Performer etwas einstellen müssen, um das durchführen zu können. Und dann müssen Sie theoretisch gesehen auch nicht mehr selbst daran denken, bestimmte Szenarien zu dokumentieren, sondern Sie können sich beispielsweise einen Ordner auswählen, in den immer die neuesten Funktionen integriert, immer exportiert werden, die neuesten Dokumentationen exportiert werden. Und anschließend haben Sie dann, passiert das alles automatisiert im Hintergrund. Genau, dann sowas wie DAPs werden angezeigt und können auch kommentiert werden, so wie das mit den DTPs aktuell schon möglich ist. Und genau, der letzte Punkt ist der Support von Composite Providern in Modellierung. Gut, dann bin ich mit meinem Part soweit durch. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden das jetzt zukünftig öfter so machen, dass wir so ein What's New Webinar durchführen und wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie auch bei den nächsten Webinaren einschalten und darauf wird die Frau Ahmed jetzt nochmal genauer eingehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Alex für die Vorstellung noch einmal über den Loco-Performer und vor allem der Neuerung, deshalb die Leute halt eben hier heute dabei sind und ich bin jetzt dran mit den wichtigen Hinweisen, die ich ja eingangs schon erwähnt hatte. Also wenn Sie später in Ihrem Postfach unterwegs sind, halten Sie unbedingt Ausschau nach einer E-Mail, die halt eben auch den Betreff What's New Webinar beinhalten wird. Es geht nämlich hierbei um wichtige Links, die wir da reingepackt haben. Sie bekommen einmal auch die Aufzeichnung des heutigen Webinars. Sie bekommen eine Übersicht über zukünftige Webinare. Da ist nämlich der Link von unserer Webseite. Wir haben, wie Alex vorhin schon gesagt hat, nächste Woche Freitag ein Translations-Webinar, auch um die gleiche Uhrzeit um 11 Uhr und am 25. Februar um 16 Uhr findet ein Modellierungswebinar statt. Das Ganze wird in Zukunft auch auf Englisch stattfinden. Die komplette Übersicht gibt es auf unserer Webseite. Dieser Link ist dann auch in der E-Mail enthalten. Wichtig auch noch einmal, wir hatten Ihnen das User Manual online schon gezeigt. Wir haben da auch einen Bereich, das werden Sie sehen, wenn Sie sich damit halt eben näher beschäftigen, wo man halt eben Tickets und Feature Requests einreichen kann. Ganz, ganz wichtig, wir bekommen natürlich Feedback von Ihnen, das wir unbedingt haben möchten und auch sehr wichtig für uns ist und was wir halt eben dann auch weiter verarbeiten. Der schnellste Weg, um halt eben uns zu erreichen, ist einmal über das Helpdesk per E-Mail und per Anruf. Da werden wir Ihnen wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. In manchen Fällen kann man direkt helfen, in den meisten Fällen ist es wichtig, einfach eine detaillierte Information als Ticket einzureichen, sei es als Feature Request oder halt eben als Support Ticket, am besten mit Screenshot, damit wir die halt eben dann weiter spezifizieren und das Ganze an die Entwicklung geben, das dann auch nachvollziehen können. Zu guter Letzt, gleich im Anschluss wird auch eine Umfrage aufpoppen. Es ist eines der ersten Webinare dieser Art, das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Wir sind natürlich daran, uns stetig zu verbessern. Es wäre wunderbar, wenn Sie wirklich diese 2 Minuten nochmal investieren und uns einfach nochmal Feedback geben. Der Link ist aber auch nochmal in der E-Mail, wenn Sie jetzt sagen, ich habe gleich einen Folgetermin oder ich habe Hunger, ich möchte direkt in die Mittagspause. Kann ja auch sein. Das können Sie natürlich jederzeit nachholen. Die E-Mail kommt dann, ich sag mal, in den nächsten 1 bis 2 Stunden mit der Aufzeichnung dann halt eben auch. Genau. Dann, was unbedingt auch noch wichtig ist, Sie haben vielleicht die eine oder andere Funktion gesehen, die aktuell noch nicht bei Ihnen im Loco-Performer zu finden ist. Das kann natürlich gut sein. Das liegt einfach nur daran, dass Sie vielleicht die eine oder andere Komponente oder ein Modul halt eben nicht lizenziert haben. Neben den Webinaren, die wir halt eben
ja, standardmäßig anbieten zu verschiedenen Funktionalitäten, können Sie auch ein individuelles Webinar vereinbaren. Das heißt, das Ganze würde dann nur für Sie und Ihr Team stattfinden, zu den Themen, die Sie halt eben interessieren. Da können Sie einfach uns Bescheid geben, was Sie auch im Übrigen in der Umfrage hinterher auch anklicken können. Das heißt, wir würden dann auf Sie zukommen. Sie können dann die Module und Komponente für 60 Tage testen. In manchen Fällen, da kommt es immer darauf an, welche Komponente oder welches Add-on das gerade halt eben zu testen gilt, ist die Testversion etwas kürzer, beziehungsweise mit einer engeren Betreuung verbunden. Das ist dann aber im Einzelfall einfach zu klären. Und wir kommen natürlich auch gerne zu Ihnen, wenn Sie sagen, okay, so über Screensharing ist zwar alles schön und gut, aber ich habe die Leute lieber vor mir sitzen. Das ist natürlich kein Problem. Da kommen wir dann natürlich gerne zu Ihnen und zeigen Ihnen alles, richten Ihnen das Programm auch gerne ein. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir sind jetzt auch schon durch und wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss.